Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Thiel. Ich betreibe seit Aktienfinder.net den Aktienscanner für Wachstumswerte. Hier dreht sich ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und das meine ich diesmal wirklich so, wie ich sage. Das heißt, es geht hier mal nicht um eine einzelne Aktie, wie in der letzten Zeit es öfter um Wirecard. Das mag interessanter sein und sicherlich auch mehr Klicks bringen, was ein Investor oder für einen Investor hilfreicher ist, es ist aber gewisse Grundlagenverständnis zu haben und dann darauf aufbauen, seine eigene Entscheidung treffen zu können. Und deshalb gehen wir jetzt mal in den Aktienfinder rein und beschäftigen uns mit der Zukunft. An der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt. Nichtsdestotrotz kriegen wir meistens die Vergangenheit serviert. Das ist im Aktienfinder auch nicht anders. Ist ganz einfach zu begründen. Und zwar die Vergangenheit ist das Einzige, was wir kennen, zum einen und zum anderen. Viele Kennzahlen gibt es noch gar nicht, für die werden nicht prognostiziert. Und das heißt, wir haben relativ viel hier, also alles, was blau hinterlegt ist, sind Kennzahlen, die mit der Dividende zusammenhängen. Das heißt, wir haben relativ viel, was auf die Vergangenheit geht. Klassiker ist Dividendensteigerung seit Jahren, Stichwort Dividendenaristokrat. Und man hat auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wenn man ein Unternehmen hat, das in den letzten, ja, sogar Jahrzehnten, die Gewinne konstant gesteigert hat, dass das auch dann in der Zukunft der Fall sein wird. Auf jeden Fall eine größere Wahrscheinlichkeit als beim Unternehmen, wo es immer hoch und runter geht. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt auch im Aktienfinder Prognosen abgebildet. Und zwar hier zukünftige Steigerungsraten, einmal hier auf die Dividende bezogen auf das aktuelle zum laufenden Geschäftsjahr. Das heißt, das sind jetzt sehr nahe Prognosen. Je näher die Prognose ist, desto zuverlässiger ist sie, oder ich sage es mal andersrum, desto weniger falsch wird sie voraussichtlich sein. Man kann sich über Prognosen streiten, über deren Wert. Das Einzige, worüber man sich nicht streiten kann, beziehungsweise was sicher ist, das ist, dass sie falsch sein werden. Die Frage ist eben nur, wie falsch. Bei den Dividenden sind sie meistens am wenigsten falsch. Warum? Weil die Dividenden im Vergleich zum Gewinn beispielsweise sicherer sind oder, sage ich mal, prognostizierbarer sind, weil das Management da ein Wörtchen mitreden kann. Das heißt, auch wenn es beim Gewinn beispielsweise nicht so läuft, kann die Dividende weiter konstant gehalten oder sogar gesteigert werden, wenn die Bilanz bzw. der Gewinn, der noch erwirtschaftet wird, das hergibt. Wie hilft uns jetzt diese Spalte, also der geschätzte Zuwachs des Gewinns? Er hilft uns jetzt einmal, wenn wir beispielsweise die First Source Corporation angehen, um schnell eine Einschätzung zu kriegen, ob das Dividendenwachstum so weitergeht, ob es vielleicht sogar steigt, wie hier im Fall der First Source Corporation. Da hatten wir ein Dividendenwachstum, ein jährliches auf die letzten 10 Jahre von 7%, auf die letzten 5 Jahre von 11%, also quasi schon ein Wachstum. Und hier nochmal eine Steigerung des Wachstums von 11,4% ungefähr auf 12,5% erwartet. Bei 3M hingegen haben wir eine Verlangsamung des Dividendenwachstums zu erwarten. Und bei anderen Aktien wiederum, wie zum Beispiel beispielsweise der Aralbank, jetzt nicht als solide Aktie bekannt, da haben wir dann sogar hier einen Rückgang der Dividende zu erwarten. Man sieht also jetzt auf einen Blick im Prinzip, in welche Richtung das Dividendenwachstum geht. Analog haben wir die gleiche Geschichte hier für gewinnbasierte Kennzahlen. Wir haben also hier den geschätzten Zuwachs des Gewinns. Bei 3M beispielsweise sehen wir, dass der Gewinn wieder anziehen soll. Der operative Cashflow hingegen bleibt ungefähr auf relativ niedrigem Niveau und auf einem noch niedrigeren Niveau der Umsatz des Gewinns. Ja, okay, er zieht wieder leicht an, dümpelt aber mehr oder weniger vor sich hin. Wenn man sich diese Dinge anguckt, dann sieht man eigentlich sofort, und ich sage jetzt mal, dann erkennt man als Semi-Profi vielleicht gleich, woher das Wachstum kommen soll. Also die Umsätze, die stagnieren und die Gewinne sollen trotzdem steigen und die operativen Cashflows auch. Das heißt also, dass die Margen sinken, dass die Margen steigen sollen. Das heißt, das Unternehmen soll effizienter werden, 3M. Und das sieht man halt, wenn man dann hier in die Wachstumsanalyse geht, da sieht man dann eben das Wachstum des Umsatzes relativ schwach. Man sieht dann aber hier
Die Nettomarge von 15, 16% sollte dann steigen auf 18,5%. Und das macht dann halt schon einiges aus bei so großen Umsätzen. Und so erklärt sich dann eben, dass dann pro Aktie der Gewinn und der operative Cashflow stark anziehen soll. Was man ja ebenfalls sieht, das sind dann rückläufige Gewinne, wie beispielsweise, wenn wir jetzt hier uns die Aralbank angucken, dann sieht man eben, dass der Gewinn hier rückläufig sein soll. Wir haben jetzt also hier im Screener-Bereich sehr viel schönere Möglichkeit zu gucken, wohin die Reise gehen wird, voraussichtlich bezüglich Dividenden und auch Gewinn, operativen Cashflow und Umsatz. Das macht es dann ein bisschen einfacher, nochmal die ganze Geschichte sich anzuschauen, ein schnelleres Urteil zu bekommen bezüglich einzelner Aktien. Natürlich geht nichts hier über die Wachstumsanalyse bzw. hier um den Detailbereich. Das ist das Big Picture, was man dann hier jeweils sieht. Und hier kann man dann einzelne Dinge sehr viel besser erkennen, beziehungsweise Trends sehr viel besser erkennen als mit Kennzahlen. Ich sage ja immer, vertraue keine einzelnen Kennzahlen, nicht mal den Kennzahlen, die wir jetzt quasi im Aktienfinder selbst berechnet haben. Das heißt, auch wenn die Algorithmen und die einzelnen Zahlen stimmen, dann können sie immer noch, ja, misleading sein. Ich möchte auch mal jetzt mal noch eins zeigen. Gehen wir mal auf Linde. Wenn wir uns jetzt Linde anschauen, dann sehen wir hier eine Dividendenkürzung hier von 38%. Und die sieht man ja auch grafisch abgebildet. Dann sieht man hier, dass die Gewinnentwicklung eigentlich soweit in Ordnung ist. Und dass wir hier einen unerklärlichen Anstieg haben der Dividende auf 7 Euro und dann wieder hier einen Abfall auf hier geschätzte 4,34 Euro. Und haben wir jetzt quasi hier von da nach da eine Dividendenkürzung. Warum übrigens von da, hier steht noch ein E für geschätzt. Der Aktienfinder weiß aber, dass alle Dividenden schon gezahlt worden sind für das Geschäftsjahr 2018. Das heißt, aus Dividendensicht ist das Geschäftsjahr bereits komplett bekannt und dann ist das laufende Geschäftsjahr das Geschäftsjahr 2019 und hier haben wir die Kürzung. Und das hat es eben mit dem Merger zwischen Linde und Praxair zu tun, die zu dieser Dividende geführt hat von 7 Euro. Und dann kommt jetzt hier noch dazu, dass die Analystenprognosen diesen Merger offensichtlich noch nicht verdaut haben bzw. eingearbeitet haben. Das sieht man beispielsweise hier im Umsatz. Normalerweise, sobald der Merger eingearbeitet ist, muss der Umsatz hier richtig anspringen, weil eben Praxair reinkommt. Das ist jetzt hier noch nicht der Fall. Das heißt, ich will damit nur sagen, man muss immer auch ein bisschen auf der Hut sein, gerade dann, wenn bei Unternehmen gewisse Umbrüche, wie jetzt in diesem Fall hier Merger stattfinden oder Spin-offs. Das sind so Geschichten, da muss man sich dann auch wirklich ein bisschen damit beschäftigen und kann sich ja nicht blind auf einzelne Kennzahlen beispielsweise verlassen. Insgesamt bin ich aber davon überzeugt, dass es hilfreich ist und freue mich deshalb auch auf die Neuerung und sie kam jetzt bisher auch ganz gut an. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß damit, erfolgreiche Investments und bis zum nächsten Mal. Tschüss!